Willkommen, Leute. Folge 6 des Pen and Papers von Meeple-Porn. Letzte Folge haben wir uns nackt aufgefunden in Lassos Haus. Wir waren nicht alle nackt, nur unser perverser Freund Frennis. Dieser wusste nicht, warum er seine Klamotten verloren hat. Aber wir wussten alle, wir haben gegen ein Schattenwesen gekämpft. Also fragten wir Lasso, was passiert ist. Er wusste es nicht, er wusste nur, dass Beo uns gefunden hat. Beo hat sich schon öfter in den letzten Folgen als sehr komisch erwiesen. Wir konnten Beo aber auch nicht auffinden, nachdem wir den Steinkreis wieder besucht haben. Und wieder besucht haben. Und wieder besucht haben. Und wieder besucht haben. Beim letzten Mal, bei dem wir dort waren, haben wir einen roten Kristall aus dem Steinkreis geborgen. Dieser war wohl Inhalt der Schriftrolle von... Wir müssen nochmal komplett von neu anfangen. Egal, nein. Stell dir vor, du lebst in einer Fantasy-Welt. Die Zwergen, Elfen, Orks, keine Ahnung, Herr der Ringe-mäßig, wie man das kennt, mit Magie und so weiter. Nur, dass irgendwie keiner so richtig einen Plan hat. Genau, ich habe kein soziales Verständnis, bin ein Egoist und Misanthrop. Sozial ist bei mir halt auch schlecht. Ich traue eigentlich niemandem. Scheiße. Da bist du wohl beim Meeple Porn Pen and Paper Podcast gelandet. Gifte, Blasrohr, Digga, alles am Start. Okay. Und du steckst es dir sofort in den Mund. Ich bin robust, Alter. Das wird schon schwierig, merke ich, bei euren drei Charakteren. Na, ob das gut gehen wird? Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir zurück. Zweiter Versuch. Und wir stürzen uns mit unseren tapferen, ausgemergelten Recken hier wieder in die sechste Folge von unserem Abenteuer. Ich mit meinem Echsenmensch-Homunculus, Chris mit seinem Monsterjäger, der Daniel mit seinem Zauberer. Und der Seltschuk, den haben wir noch da mit seinem mürrischen Zwerg Thomas. Und den Spielleiter macht ganz klassisch wieder mal der Tim. Und ich würde sagen, der Seltschuk gibt uns jetzt mal einen Wochenrecap. Ja, alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, mein Zwerg heißt Haramir. Aber die Jungs denken immer noch, ich heiße Thomas. Aber das ist eine andere Geschichte, deswegen hört auch mal in die anderen Folgen rein. Also Leute. Okay. Also Leute. Wir haben uns das letzte Mal in Lassos Haus wiedergefunden. Fenris war nackt und das Einzige, was wir noch wussten, war, dass wir gegen das Schattenwesen gekämpft haben. Aber wir konnten es wohl nicht wirklich, besiegen. Es hat sich herausgestellt, dass uns Beo dort gefunden hat und dass auch vor Ort ganz viele Kratzerspuren und alles Mögliche, was einem Wolf ähnelt, entdeckt wurde. Danach erzählte uns Lasso, dass, Boah, ich bin schon wieder raus, Leute, ey. Egal, dann ziehst du durch. Deswegen muss Daniel jetzt weitermachen. Okay, Daniel. Also Beo hat uns auf dieser Lichtung gefunden. Wir hatten alle schwere Verwundungen vom Kampf davon getragen. Und wir waren aber, soweit ich mich daran erinnern kann, waren wir, glaube ich, alle nackt und hatten gar keine Klamotten mehr an. Es war nicht nur Fenris. Nee, aber ich glaube, ich war nackt. Ich glaube, ich war okay. Nackt. Ich meine ja. Dann warst du Fenris, ja. Ah ja, stimmt, du warst es, genau, weil sich dann im Laufe der Geschichte herausgestellt hat, dass der Fenris nämlich ein Geheimnis hat. Er ist nämlich zwar ein Mensch, aber unter gewissen Bedingungen und Umständen verwandelt er sich in einen Werwolf und hat uns dann quasi auch das Leben gerettet durch seine Verwandlung und deswegen hat er halt auch keine Klamotten mehr an. Genau, und den Kristall, den haben wir aber weiterhin, den habe ich bei mir gefunden und in der nächsten Nacht haben dann Thomas und Syslog beschlossen, diesen Kristall an sich zu reißen und haben versucht, ihn mir zu stehlen. Das wurde aber vereitelt. Sie haben sich quasi die Finger daran verbrannt und die magische Energie des Kristalls hat ihnen Schmerzen zugefügt. Sie wollten uns zwar erzählen, dass das Ratten und Kakerlaken waren, die da durch das Zimmer gekrabbelt sind, aber so ganz überzeugend waren sie dabei nicht. Außerdem
sind Sislok und Thomas sehr skeptisch jetzt Fenris gegenüber durch die Verwandlung in einen Werwolf. Also zuerst wollten sie die Reise komplett abbrechen und ließen sich nur durch eine üppige Goldzahlung meinerseits davon überzeugen, weiterhin mit uns mitzureisen und auch nur unter der Bedingung, dass Fenris einige Meter vor uns läuft, sodass sie ihn immer unter Kontrolle haben. Wir haben dann, sind dann nochmal, jetzt müsst ihr mir nochmal helfen, wir sind dann nochmal zurück zu dem Steinkreis gegangen, meine ich. ja, ich glaube auch. Und haben das Rätsel auf dem, auf der Rolle gelöst, was da drauf stand, und haben diesen Kristall in eine Fassung, in einem Stein gelegt, und durch den Lichteinfall morgens kam ein neuer Edelstein, wurde ein neuer Edelstein sichtbar, den Thomas dann mit einem gewaltigen Hieb seiner Axt freigelegt hat. Und dieser Kristall hat dann mich dazu gebracht, loszusprinten, weil ich wie eine Eingebung hatte und dieser Kristall mir den Weg gewiesen hat, was der nächste Schritt ist, wo wir als nächstes hin müssen. Und die anderen sind dann hinter mir her und wir sind zu einem Baum geleitet worden, zu einem, der ragte direkt heraus im Wald, und man hat sofort gemerkt, das ist was Besonderes, da ist magische Energie. Und Sislok ist dann in den Baum geklettert und hat ein Astloch entdeckt, wo dieser Stein genau reinpasste. Und in dem Moment, wo er den Stein dort platziert hat, begann der ganze Baum zu leuchten und urplötzlich zu schrumpfen. Die Äste zogen sich zurück, der Stamm wurde immer kleiner, und plötzlich war dieser Baum verschwunden und stattdessen stand dort ein Zwerg. Und der Zwerg guckt uns mit großen Augen an und hat dann halt nur gesagt, was, ihr habt mich befreit, das wird Ihnen aber überhaupt nicht passen. Und so endete die Folge. Also jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr die letzte Folge nicht mehr anschauen müsst, denn Daniel hat die ganze letzte Folge jetzt gerade erzählt. Ja, aber das ist auch, guck mal, ganz im Ernst, wer guckt eine Serie bei Netflix und überspringt einfach mal eine Folge, weißt du? Also der, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ja, habe ich was vergessen? Außerdem sind wir wie Star Wars, weißt du, uns kannst du wirklich 30 Mal am Stück gucken und du entdeckst immer wieder was Neues, Wichtiges. Du hast definitiv nichts vergessen. Nichts Relevantes. Das waren die Key Facts. Also, die letzten Worte das Ende der letzten Folge war, als der Zwerg euch angeschaut hat, bevor er zusammengebrochen ist und gesagt hat, ich wurde geweckt. Das wird sie wütend machen. Das was am Ende passiert ist. Ihr steht immer noch auf dieser Lichtung und vor euch liegt dieser Zwerg zusammengebrochen. Ist der Zwerg bei Bewusstsein oder ist er, also man weiß nicht genau. Ich gehe mal näher ran und dann trete ich ihn mit dem Fuß mal, stupse ich ihn mal so an und guck mal, ob er sich regt. Ist der Zwerg nackt eventuell? Er ist nicht nackt. Er trägt sehr einfache Kleidung. Er regt sich nicht, wenn du ihn anstößt mit deinem Fuß. Okay. Aber du siehst, dass er noch schwach atmet. Okay, dann nehme ich meine Feldflasche. Ich würde sagen, wir wecken den Zwerg erstmal. Ich nehme meine Feldflasche von meinem Gürtel rüber und dann schütte ich ihm etwas von dem Wasser erstmal über den Kopf. Sollen wir nicht erstmal Thomas vorschicken? Immerhin scheint es einer seines Volkes zu sein. Vielleicht fasst er dann eher Vertrauen und erschrickt nicht, wenn er uns alle dann sieht. Ich tue schon mal das Wasser über den Kopf. Okay. Ja, Zwerg wird nass, inklusive Haaren und Bart. Aber er scheint immer noch nicht davon aufzuwachen. Leute, ich bin dafür, dass ich den Zwerg auf meine Schulter packe und wir zurück zu Lasses Haus gehen und ihn mal erstmal verarzten lassen. Was haltet ihr davon? Wir wissen noch gar nicht, was mit dem Zwerg hier los ist, Werwolf. Das ist doch, vielleicht ist der Zwerg irgendwie gefährlich. Warum nennt oder? Ihr mich Werwolf? Ich bin ein Teil eurer Gruppe. Ja, ich finde das nicht normal. Ich habe einen Namen. Ich finde das nicht normal. Ja, ich habe einen Namen. Ich kenne diesen Zwerg auf jeden Fall nicht.
Man weiß nicht, also wir fassen mal zusammen, er kommt, wir stecken jetzt da diesen Kristall rein, auf einmal schrumpft der Baum und es fällt ein Zwerg raus. Also das hat da was mit schwarzer Magie zu tun, also mir ist nicht ganz geheuer bei der ganzen Geschichte hier. Hat der Zwerg denn irgendwelche sichtbaren Wunden oder so, oder ist er einfach nur ohnmächtig? Also du siehst keine Wunden, also du würdest jetzt schätzen, er ist einfach ohnmächtig. Also ich durchsuche ihn jetzt erstmal, so lange nutze die Chance und guck mal, was dabei hat. Ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, Leute, ihr müsst nachdenken. Wir wären fast wieder gestorben beim letzten Mal, als uns die Schattenwesen oder das Schattenwesen erneut angegriffen hat. Die einzige Chance, dass ich uns irgendwie retten konnte, war, dass ich mich in einen Werwolf verwandelt habe, was ich aber nicht wirklich unter Kontrolle habe. Und der Zwerg ist erschienen durch den Baum und hat gesagt, es wird ihnen nicht gefallen. Und ich gehe davon aus, dass der Zwerg einer der einzigen Chancen ist, überhaupt dieses ganze Mysterium aufzuklären vielleicht oder halt zumindest einen haben, der weiß, wie man gegen sie kämpft. Weil warum sollte es ihnen sonst nicht gefallen? Und ich beziehe das auf ihnen vorsichtig einfach mal auf diese, vielleicht auf diese Wesen oder das, was diese Wesen verursacht. Aktuell meine einzige Erklärung. Währenddessen, also ich nicke zustimmen und währenddessen durchsuche ich die Taschen. Du findest ein paar Münzen, die der Zwerg dabei hat. Das scheint Geld zu sein, aber es ist auf jeden Fall schon was älter und du kennst das eigentlich gar nicht. Leute, guckt doch mal, was er hier mit hat. Sagt euch das was? Hier, noch Zauberer, nie, du guckst doch in so alten Folianten und so, auch noch nie gesehen. Okay. Der Zwerg muss älter sein als ich. Ich würde aber auch vorschlagen, da wir ja eh schon beschlossen hatten, uns auf den Weg nach Silberhain zu machen, dass wir nicht zurück zu Lasso gehen. Ich glaube auch nicht, dass wir dort die Hilfe finden, die wir brauchen, sondern wir sollten eher weiterreisen und den Zwerg mitnehmen, weil wenn wir kompetente Hilfe finden, dann bei den Elfen in Silberhain. Also mein Vorschlag wäre, weiterzureisen. Ich trage ihn auf jeden Fall und Cislock, nimm dir auf jeden Fall mal eine Münze raus, damit wir quasi andere Leute vielleicht fragen können, was das für eine Münze ist. Vielleicht fällt ihm nicht auf, dass nur eine Münze fehlt. Ich nehme alle raus und hoffe, dass ihm nicht auffällt, dass eine fehlt. Okay, dann sagen wir ihm, wenn er fragt, sie sind aus der Tasche gefallen. Okay. Klingt gut. Leute, wir wissen nicht, wo wir hinlaufen sollen. Wollen wir nicht erstmal ein Lager aufschlagen und versuchen, den Zwerg aufzuwecken? Wie viel haben wir denn? Ich meine, der Kristall, den unser Herr Zauberer bei sich hat, der hat mich ja verbrannt. Ich glaube, so eine Verbrennung könnte den Zwerg vielleicht auch aufwecken. Oder ach, was meint Thomas, ihr? Er hat dich verbrannt. Ich dachte, das waren die Kakerlaken. Das waren die Kakerlaken natürlich. Ach, das waren die Das waren diese Brennkakerlaken, diese gutes Gespür. Ich würde sagen, wir lassen keine Zeit jetzt hier verschwenden und wir nehmen den einfach, wie der Wolf schon sagte, soll er ihn auf den Puckel nehmen und dann brechen wir weiter auf Richtung Elben. Obwohl man weiß ja auch nicht genau, wie die Elfen unterwegs sind. Wenn wir jetzt da mit einem Zwerg zwei Zwergen ankommen, wisst ihr, was ich meine? Ganz genau. Ich muss sagen, ich bin, auch wenn Cislock eine kleine Ratte ist, bin ich auf Cislocks Seite. Und ich muss sagen, Cislock, es gefällt mir doch, wenn du mich der Wolf nennst. Ich kann mich an den Namen gewöhnen. Ich glaubte, ich habe den Verdacht, dass der Zwerg nur hier bleiben möchte, um sich einen Dübel in seiner Pfeife zu rauchen und den Tag ausklingen zu lassen. Wie sieht's aus, Isan? Wollen wir weiterziehen? Ja, wir sollten auf jeden Fall weiterziehen. Haben wir denn den Karren nicht bei uns? Wir können den Zwerg ja auch auf den Karren legen. Und ich glaube, bei den Elfen macht es jetzt auch nichts aus, ob wir mit einem oder mit zwei Zwergen dort vorfahren. Das macht's dann letztendlich auch nicht mehr aus. Leute, der Karren liegt wahrscheinlich noch am Steinkreis. Dann lasst uns doch mal zurück an den Steinkreis und den Karren holen. Dann brechen wir nochmal fahren. Ich würde auch sagen, holen wir erstmal nur 3 Tage jetzt die Karren und tragen den Zwerg zurück. Ich wäre dafür, du nimmst deine Axt und wir hauen uns hier ein paar Stöcker und dann machen wir so eine Schleiftrage und dann legen wir den da drauf. Und Leute, ich bin stark genug, guckt mich an. Und der Wolf kann ihn hinter sich herziehen auf der Trage. Ich weiß, das ist mir gerade eine Kinderdiskussion. Ich nehme jetzt den Zwerg einfach auf meine Schultern. So, jetzt komm, lass uns gehen. Wie kriegen wir den denn wach überhaupt, Leute? Ich könnte mal auf Pflanzenkunde mal suchen, ob ich hier ein paar Sachen vielleicht finde, wo wir ihm mal so ein scharfes, stechendes Paste könnte ich da mal anrühren, dass wir ihm die unter die Nase halten, dass er quasi wach wird. Das wäre da mal ein Versuch. Mein Heilzauber wird da allerdings wenig nützen, weil der halt keine offenen Wunden hat oder so, die ich jetzt damit heilen könnte.
Wenn wir nicht einfach abwarten, ob er nicht auf dem Trip langsam selber wach wird, sondern vielleicht braucht er gerade diese Ruhe. Vielleicht hat er irgendwas Anstrengendes, diese Verwandlung. Wir wissen nicht, was oder er ich, hat. Ich würde es einfach mal versuchen. Ich wirke einfach mal den Zauberspruch und guck einfach mal, was passiert. Vielleicht hat er ja auch innere Verletzungen oder so und es führt dazu, dass es ihm wieder besser geht und er aufwacht. Ich denke, auf den Versuch kommt es an. Okay. Ich gehe derzeit dann schon mal im Wald suchen und würde mal eine Probe auf Pflanzenkunde würfeln, ob ich was Gutes sehe. Gleichzeitig halte ich natürlich auch Ausschau nach den normalen Kräutern, die ich immer brauche, um meine Gifte für die Pfeile zu punchen. Dann würfel du mal auf Pflanzenkunde. Da habe ich eine 76. Perfekt. 38. Ja. Du findest alles Mögliche an Pflanzen hier, also im Wald sowohl Heilkräuter als auch sehr streng riechende giftige Pflanzen. Und du nimmst dir halt von allem so ein bisschen was mit, dass du die Tage mal punchen kannst. Okay, allerhand Kräuter schreibe ich mir jetzt auf. Okay, dann würde ich auch jetzt nochmal versuchen, ich lege dem Zwerg meine Hand auf die Stirn und spreche den Spruch. Na komm. Ja. Klappt. Ja, also ihr seht, wie es kurz aufleuchtet, als der Kontakt zwischen Isans Hand und dem Zwerg hergestellt wird. Und eine kurze Zeit später öffnet der Zwerg seine Augen und blickt dich sehr verwirrt an. Und, wo bin ich? Wer seid ihr? Wir haben dich aus dem Baum gerettet. Ihr seid nicht in Gefahr, beruhigt euch. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ihn jetzt nicht mehr tragen muss. Was wollt ihr von mir? Wer seid ihr? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin und wo ich bin und... Kann doch nicht sein. Er guckt dann an sich runter und er scheint komplett verwirrt zu sein. Okay. Wisst ihr, dass ihr in einem Baum gefangen wart? Oder dass ihr eine Art scheinbar durch einen Zauber in einen Baum verwandelt wart? Baum, nein, ich... Also das Letzte, was ihr gesagt hattet, war auf jeden Fall, das wird ihnen nicht gefallen. Vielleicht hilft dir das auf die Sprünge. Wird ihnen nicht gefallen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwelche in so Ruinen irgendwelche Inschriften gelesen hatte. Okay. Und übersetzt. Das waren. Wo waren diese Ruinen? Wo warst du denn her unterwegs? Woher stammst du denn? Wie ist dein Name? Beo. Ich weiß es nicht. Also ich komme natürlich aus dem Reich der Zwerge. Okay. Und wir haben Ruinen erforscht. Ich glaube von so Rotpelzigen. Rotpelzigen, okay. Er spricht von den Ruinen von Arnak. Es ist ja bekannt, dass dort neuerdings Trolle seit den letzten Jahrzehnten ihr Unwesen treiben. Nicht wahr? Du scheinst die Welt sehr gut zu kennen, Echse. Mein ursprünglicher Meister hatte ganz viel Wissen angehäuft, an dem er mich durch sein Ableben partizipieren ließ. Okay, wir glauben dir einfach mal, dass diese Ruinen so heißen. Er scheint wirklich angestrengt nachzudenken. Okay. Irgendwas mit F. Ja, das, ich glaube... Werk, bist du vielleicht vom Feuerberg? Nee, der Feuerberg ist weiter im Süden. Na, dann bist du zumindest kein Gauner, also scheinst du aus der Hauptstadt zu sein. Bist du vielleicht ein Gelehrter, ein Priester? Also, seine Kleidung sieht auf jeden Fall nicht so aus. Nee, Sieht er aus wie ein Bauer. Du hattest auch überhaupt gar nichts dabei. Wir haben dir noch die einfache Kleidung hier gegeben. Du bist nackt aus dem Baum gefallen. Ja, kann ich so bezeugen. Ich weiß es nicht. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, wo ich
Okay, Zwerg, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn du es nicht erstmal sammelst? Wir wollen uns auf den Weg machen und du weißt scheinbar nicht, wer du bist und wo du herkommst. Ich denke, es ist als erstmal das Beste, wenn du dich erst Tiefenheim anschließt. Tiefenheim. Okay. Das hättest du auch sagen können, bevor ich dich anspreche. Es kommt langsam so ein bisschen zurück, aber es... Hattest du nicht gesagt, es war was mit F? Ja, ich dachte, es wäre was Tiefen. Mit F, aber... Also, doch nicht Tiefenheim vielleicht. Okay, Tiefenheim. Okay, und die Ruinen? Also, Tiefenheim ist der Ort, wo du herkommst, oder was? Oder die Ruinen, wo du warst? Tiefenheim. Ich würde sagen, wir lassen ihm jetzt erstmal ein kleines bisschen Ruhe und wieder zu sich finden. Und er soll was essen und was trinken, um sich wieder zu stärken. Und wenn seine Erinnerungen langsam wiederkommen, dann überlegen wir uns nochmal mit ihm. Okay, dann schlagen wir doch erstmal ein Lager auf, wie Thomas schon vorgeschlagen hat. Und dann kommen wir alle erstmal wieder zu Kräften. Mal schauen, ob der Zwerg sich vielleicht noch an das ein oder andere Detail erinnern kann und dann reisen wir weiter. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe Feuerholz sammeln und besorge uns ein paar Hasen zum Essen. Was haltet ihr davon? Ja, okay. Mach das. Ich kletter in den Baum nach oben und mach oben wieder den Speer und leg oben in den Astgabel ein Ei. Okay, gesagt, getan. Also ihr richtet ein provisorisches Lager. Und der Zwerg hat sich noch ein bisschen zur Ruhe gelegt, um seine Gedanken zu sammeln und noch ein bisschen zu schlafen. Ja, und so könnt ihr auf jeden Fall den Abend ohne Probleme verbringen. Und ihr dürft auch alle dann einmal vernünftig regenerieren die Nacht über. Das war auch länger nötig, wir waren schon ein bisschen angeschlagen. Da komme ich morgens, wenn ihr alle am Schlafen seid, noch schön den Baum runtergeklettert und trete mit meinen Echsenfüßen einmal gegen jeden. Aufsteht, es ist Zeit weiterzuziehen. Ist der Zwerg noch da? Ja, also der Zwerg scheint auch noch da zu sein. Er scheint auch schon wach zu sein und vor sich hin zu grübeln. Ich warte immer, bis die anderen aufgewacht sind und dann sollen die im Fall stehen. Okay. Ich bin wach. Ich sage, Zwerg, wie sieht's aus? Weißt du etwas mehr? Hast du wieder irgendwelche Erinnerungen oder bist du immer noch auf demselben Stand wie gestern Abend? Ich heiße Fumgrim. Okay. Fumgrim. Hallo Fumgrim. Weißt du, was dich jetzt hierher verschlagen hatte? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch noch immer nicht, wo ich bin. Das habt ihr mir noch nicht verraten. Ich bin in irgendeinem Wald. Ja. Sind wir in der Nähe von Tiefenheim? Wir sind nicht in der Nähe von Tiefenheim, wir sind auf dem Weg von Laszlo nach Silberhain zu den Elfen, um uns dort, wir erhoffen uns dort Hilfe und Informationen. Wir sind nämlich hinter einem, ja, wie soll ich sagen, hinter einem Geschehen her, das wir versuchen zu ergründen. Das ist quasi unser Auftrag und unser Auftraggeber ist hier der Isand, unser Zauberer. Wisst ihr denn, welches Jahr wir haben, Fungrim? Ja, wahrscheinlich so 200-300. Also. Und welches Jahr haben wir jetzt in Wirklichkeit? Also dieses Jahr steht auch auf seinen Münzen quasi ja drauf. Ne? Habe ich eben ja schon gesehen, dass es aus dem Jahr 200-300 so circa kommt. Also wir sind im Jahr 378. 378 und er dachte, und was dachte Fungrim? Er sagt nur Ende 200. Okay, also hat er... Fungrim, ich muss dich enttäuschen. Wir haben auf jeden Fall Jahr 378 und es scheint, dass du ein paar Jahre geschlafen hast. In dem Baum. Das kann, also sowas hat's ja noch, habe ich noch nie erlebt. Was ist das Letzte, an das ihr euch erinnern könnt? Irgendetwas. An eure Familie, an euren, an was ist das? Was ist das Letzte, an was ihr euch erinnern könnt? Die große Ork-Invasion. Okay, also zu den Zwergenkriegen warst du, okay, das ist schon sehr lange her. Also für euch als Nebennotiz, die letzte Ork-Invasion war noch bevor die Menschen quasi so die Übermacht dieser Welt waren. Die waren angeführt von so einem ganz bösen Imperator, die Menschen, als sie auch viel eingenommen haben. Und die Ork-Invasion war noch davor, damals gab es noch eine andere Zeitrechnung.
So lang ist das her. Ja, ist noch wesentlich länger ist es also her. Mhm. Okay, also wie ich muss dir sagen, Fungrim, es ist wirklich sehr krass, wie lange du geschlafen hast. Also es muss irgendwas passiert sein. Vielleicht warst du irgendwas auf der Spur, was du nicht entdecken solltest. Und jemand hat sich verwandelt. Die Ruinen, von denen du gesprochen hast, sind da mittlerweile einige Erinnerungsfetzen wieder aufgetaucht aus deinem Gedankennebel, wo du uns sagen könntest, da ist, da habe ich irgendwas gemacht oder wie auch immer? Wir haben gesucht nach, ich glaube, nach einem Artefakt oder irgendwas von den Rotpelzen, von den Goblins. Da haben wir irgendwas gesucht und da waren ganz viele Inschriften und ich habe diese Inschriften entziffert. Dafür war Kennt ihr diesen Kristall? Habt ihr diesen Kristall schon einmal gesehen, den ich hier bei mir trage? Sagt er euch irgendwas? Er guckt den Kristall an und nee, also der sagt mir gar nichts. Okay. In den Inschriften, da stand irgendwas. Es war so eine Art Prophezeiung. Und irgendwas mit dem, ich glaube, Meister der Schattenwesen. Ja, okay. Dass der auftauchen würde, wenn irgendwas nicht gemacht wird. Ja, okay. Also, aber das war auf jeden Fall irgendwie so Goblin. Also da war auch irgendwie die Sprache von so einer Goblin-Schamanin. Okay, also hast du denn eine ungefähre Erinnerung noch, wo diese Ruinen lagen, in irgendwelcher Nähe von irgendwelchen Städten, dass wir einen Anhaltspunkt haben, wo wir auf den Karten suchen könnten? Also wir waren, also ich bin ja aus Tiefenheim und es war Richtung Orklande, glaube ich, irgendwo da. Also da waren die Goblins, so nördlich vom Feuerberg. Okay. Dann würde also ich würde sagen, dann brechen wir in die Richtung auf. Aber wir wollten eigentlich erst noch bei den Silberhain vorbeichecken. Also die Sache ist, Leute, ich kann euch nur sowas sagen. Also wir haben im Feuerberg in diesen Ruinen, da könnten wir vielleicht ergründen, wo es herkommt und was diese ganze Sache zu bedeuten hat. Aber eventuell wäre es doch vorher besser, die Elfen um Rat zu fragen, weil wenn wir aus dem Feuerberg in diesen Ruinen auf die Schattenwesen stoßen, wir sind machtlos, wenn ich mich nicht wieder verwandle. Ich sehe auch immer noch keine Verbindung zwischen unserer eigentlichen Mission und dass wir jetzt diesen Zwerg hier aufgeheizt haben. Ja, aber was ja, ich denke aber schon, dass diese ganzen Ereignisse irgendwas miteinander zu tun haben. Das kann kein Zufall sein, dass diese Wesen plötzlich auftauchen, dass dieser Kristall auftaucht. Das muss alles in irgendeiner Form zusammenhängen. Und egal, was unsere Mission ist, diese Schattenwesen, die sind uns jedes Mal kurz davor gewesen, uns zu töten. Und wir sollten vorher schauen, dass wir vielleicht dieses Mysterium aufklären, damit wir nicht getötet werden. Sonst ist unsere Mission am Ende scheißegal, wenn diese Schattenwesen uns alle zwei Nächte anfallen werden. Aber wir brauchen vorher eventuell Rat von den Elfen, um vielleicht eine Waffe oder einen Zauber zu finden, wo wir überhaupt irgendwas gegen diese Schattenwesen ausrichten können. Und wenn wir jetzt in diesen Ruin gehen, sind wir sehr aufgeschlossen. Ich meine, dass ich da auch was gelesen habe. Okay. Sprich dich aus, Zwerg. Irgendetwas, womit man seine Waffen weihen kann oder schärfen kann, sodass sie durch die Schatten schlagen. Das stand auch in diesen Ruinen. Ja, ihr hört's, Leute. Ab auf den Karren, den wir nicht mehr haben, und ab Richtung Silberhain. Ja. Zwerg, wir würden dir anbieten, uns erstmal zu begleiten. Meintest du nicht Richtung Tiefenheim? Richtung den. Nee, wir wollten ins Orkenland nördlich zu den Schicks, nördlich vom Flammenberge. Da sind Richtung, die Richtung, wenn wir Richtung Tiefenhain und Feuerberg wollen, kommen wir quasi fast an Silberhain vorbei. Also von okay, daher. Okay. Ja, gut. Also wenn du möchtest, dann bist du eingeladen mitzukommen und wir nehmen uns der Sache dann nochmal an, dass du vielleicht auch deinen Frieden dann irgendwann findest. Also eigentlich würde ich sagen, wenn er diese Inschriften entziffern kann und wir wissen noch gar nicht, ob wir es können, lassen wir ihm diese Option gar nicht, ob er mitkommt. Du musst mit uns kommen. Ich weiß ja sowieso nicht, wo ich bin. Also ja, ich werde euch natürlich begleiten. Okay. Ich gebe ihm erstmal die Hälfte von meinem Reiseproviant, gebe ich ihm erstmal ab. Oh. Bist du auf den Kopf gefallen? Er nimmt das sofort und fängt an zu essen. Er scheint unglaublich Hunger zu haben. Wow, irgendwie. Tja. Sislok. Wie die Echse dann doch wieder was Menschlicheres hat als der Wolf.
bei mir das Standbild, Leute. Hallo Chat, seht ihr mich noch? Sind wir noch live? Ihr seht mich also quasi tanzen und die anderen haben Standbild, richtig? Ich habe keine Ahnung, was abgegangen ist. Discord, Discord hat irgendwie es abgekackt. Jetzt sind alle wieder da. Jetzt sind wir alle wieder da. Daniel, das musst du einmal schneiden hinterher, bitte. Bleibt einfach drin als Gedankenpause. Okay. Ja, wir hatten einen kurzen Discord-Abriss. Ich dachte schon, das liegt an mir, aber nee, jetzt ist wieder alles im Grünen. Was ist denn jetzt wieder? Jetzt sieht alles super aus. Discord ist gerade echt. Ja, also ich hatte gerade bei Discord auch einfach nur noch einen roten Strich. Ich hatte komplett Standbild einfach nur. Ja. Hört denn jeder alles? Kann jeder reden? Also ich sehe alles gut, höre alles gut. Passt. Tim? Bei mir leckt's noch, aber ich glaube, das fängt sich gerade. Ja, sieht gut aus. Okay, perfekt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg, Leute, oder? Ja, dann nehmen wir den Zwerg mit und los geht die wilde Harz. Wohin geht's? Okay. Ja, Richtung nach Feuerberg. Oder Silberhain. Nee, wir gehen nach Silberhain und dann wollen wir doch hier zu, wie hieß er doch? Elrond McBong. Und von da aus zingeln wir da weiter. Okay, dann erstmal Richtung Silberhain. Machen wir. Okay, also ihr geht schon in eine andere Richtung, ne? Also Daniel Silberhain ist schon noch eine andere Ecke als Tiefenhain. Genau. Okay, dann sollten wir jetzt überlegen, was ist am sinnvollsten, Leute? Wo gehen wir zuerst hin? Silberhain und lass uns nicht von unserem Plan abbringen. Lass uns zuerst zusehen, dass wir zu dem Weisen da im Elfenlande kommen. Wir sind jetzt schon diverse Tage und Nächte deswegen unterwegs gewesen und jetzt mal wieder umzudrehen auf Krampf. Ich gebe dir nicht gerne recht, aber du hast recht. Echse. Mhm. Das höre ich gerne. Zwerg hat schon lange nichts mehr gesagt. Ich muss euch sagen, ihr solltet wissen, dass wir im Zwergenland, also alles, was um Hartfels herum liegt, da bin ich nicht sehr willkommen. Das ist kein Problem. Deshalb solltet ihr wissen, dass ich euch da nicht wirklich folgen kann. Wir können uns einfach verkleiden. Außer der Zauberer hat da vielleicht was in seinem Hut, was er mir zaubern kann. Ja, da müssen wir aber uns meinen Bart werde ich nicht abnehmen. Da müssen wir uns wohl noch was einfallen lassen. Zunächst. Ich habe schon eine Idee dafür, dann, wenn wir dort ankommen, liebe Leute. Ich glaube, ihm würde gut ein Eichhörnchen stehen. Ich habe eine sehr, sehr gute Idee. Okay. Ich meine, in Silberhain wird man euch wahrscheinlich auch nicht gerade mit Jubelstürmen begrüßen, aber. Was Hartfels angeht, müssen wir uns da noch was einfallen lassen. Können wir den auch für Silberhain schon verwandeln? Na gut, dann lasst uns mal lostreten, ne, Leute? Los geht's! Ja, ihr macht euch auf den Weg weiter Richtung Süden nach Silberhain. Also ihr geht erstmal aus dem Waldstück wieder raus, zurück zur Hauptstraße, nehme ich mal an. Weil es dann einfacher ist, als wenn ihr euch die ganze Zeit durchs Dickicht schlagen müsst. Oder wollt ihr abseits der Straße? Nein, wir gehen schön auf der gepflasterten Hauptstraße. Okay. Ihr macht euch auf den Weg und ihr wisst, das sind mehrere Tagesmärsche. Als ihr den ganzen Tag gelaufen seid, der Zwerg trottet die ganze Zeit hinter euch her. Stoßt ihr so irgendwann auf eine echt relativ große, freie Fläche, wo so ein großer Stein rausragt um diese Fläche. Es ist wie so ein Obelisk, steht er da quasi. Und ihr seht auch, dass das scheinen sehr viele Leute zu nutzen, um dort herum zu rasten. Also ihr seht noch so Reste von Lagerfeuern und halt Buchen, wo halt mal Zelte gestanden haben. Aber jetzt gerade scheint da niemand zu sein. Oha, was ist das denn hier? Lass mal näher rangehen. Entweder ist das ein Zeltfriedhof oder wir sollten hier auch rasten. Also ich weiß es nicht. Lass uns mal ein bisschen suspekt, Kampfspuren, Leute. Sehen wir irgendwelche Kampfspuren? Du siehst keine Kampfspuren, nein. Okay. Ich würde mal an den Stein, also gehe mal an den Stein ran und halte mal meine Hand da dran, ob sich irgendwas anfühlt. Ist das eher glatter Stein oder ist das so grauer Stein oder schwarzer oder dunkler oder... Das ist so ein grauer Stein. Und wieso? Du siehst, dass jemand
Also es ist wie so eine Art Obelisk und du siehst, dass dir jemand was eingeritzt hat in diesen Stein. Kann ich das eventuell mit meiner Reptiloidensprache lesen? Kannst du ganz normale Menschensprache lesen? Nee, aber ich kann gerne auf Diebesgilden Zeichensprache mal kurz ein paar Moves loslassen. Ich glaube nicht, dass es helfen wird. Aber lass mich meinen Stein. Nicht lesen. Lass mich meinen Stein, ich versuche es zu entziffern. Ah, okay, was steht da? Ich schreibe euch das einmal in den Chat, okay. In Roll20. Das nächste Rätsel, was auf uns zu warten scheint. Okay, wie ein Ziehstein selbst im Schlaf so führt, an der alten Straße wohl ein stehender Stein. Immer tiefer uns nach Fäh hinein und am Raststein macht man irgendrast. Und ein Graustein führt zu Ast. Wie ein Ziehstein selbst im Schlaf so führt. An der alten, was bedeutet, wie ein Ziehstein selbst im Schlaf so führt? An der alten Straße wohl ein stehender Stein. Okay, sind wir da. Immer tiefer uns nach Fey hinein. Was ist denn Fey? Daniel, was hat Isand, was haben da die Bücher zu sagen, die du studiert hattest? Das weiß ich gerade auch noch nicht genau, was Fey bedeutet. Und am Raststein macht man irgend Rast. Und Ungrim, hast du vielleicht eine Ahnung, was Fey ist? Fey, sind das nicht die Feen? Es ist ein Feenstein, es ist ein Feenort hier. Wir sollten hier auf jeden Fall rasten und ich habe davon schon mal gehört, und dass man hier irgendwelche Eingebungen nachts bekommen könnte, wenn einen die Feen besucht. Und ein Graustein führt zu Ast, aber warum ist dort ... Ast? Also ich habe das Gefühl, da fehlen ein paar Buchstaben. Was ist, wenn der Zwerg nicht alleine gewesen ist? Wir haben den Zwerg aus dem Baum rausgeholt und er hat gesagt, er war nicht alleine. Vielleicht gibt es noch mehr von ihm, die irgendwo in verwunschenen Bäumen drin stecken. Wäre ja naheliegend. Aber sonst gibt es keinerlei Zeichen mehr auf dem Stein. Irgendwelche Runen, irgendwelche Symbole, gar nichts mehr. Nur dieser eine Spruch, der dort eingeritzt wurde. Genau, nur dieser eine Spruch. Und der Zwerg kommt auch zu euch, liest das auch noch. Jetzt hat was Kluges gesagt. Die Idee von der Echse war eigentlich gar nicht so verkehrt. Wie ein Ziehstein selbst im Schlaf so führt. Also es hört sich so an, als ob der Stein selber schläft. Isand, möchtest du nicht mal ausprobieren, ob irgendwie vielleicht unser oder dein Kristall irgendwas hier irgendwie reagiert oder so in der Nähe? Sollen wir vielleicht nochmal versuchen, irgendwie das Licht mit diesem Stein, mit dem Kristall auf den Stein zu lenken? Wie jedes kleine Kind weiß, dass Feen nur nachts beim Mondlicht rauskommen, deswegen wäre ich dafür, dass wir quasi hier rasten und dann warten wir mal, ob sich irgendwas tut vielleicht. Okay. Also aktuell kann ich auch nichts spüren, was den Kristall angeht. Der Kristall verhält sich ruhig. Er scheint zumindest aktuell nicht auf den Obelisk zu reagieren. Okay, dann würde ich sagen, wir schlagen hier unser Lager auf und schauen mal, was die Nacht so bringt. Was seid ihr alle dafür? Wir machen ja. Ein Ziehstein, aber mal so eine ganz, ganz blöde Frage. Was ist ein Ziehstein? Ein Ziehstein hört sich an wie ein Stein, der ganz lang gezogen wurde. Also er sieht aus wie ein Obelisk. Das könnte sein. Okay. Im Zweifel den Zwerg fragen. Er ist ja auch, glaube ich, nicht auf den Kopf gefallen. So sieht's aus, Mensch. Ich rede von Fungrim und nicht von dir, Idiot. Fungrim, weißt du, was ein Ziehstein ist? Also, ich glaube, das, was der Zwerg gesagt hat, das könnte schon stimmen. Okay, fall mir ruhig in den Rücken. Ja, dann würde ich sagen, schlagen wir unser Lager auf. Wir haben nichts zu verlieren, Leute. Wir hätten in den nächsten Stunden aufschlagen müssen. Habt ihr, während ihr dorthin gereist seid, dem Zwerg auch so euren Namen mal verraten? Oder nennt ihr euch weiter ja, so? Ja, haben wir. Gut. Smalltalk. Okay, aber ich habe ihm erlaubt, mich der Wolf zu nennen. Wir hätten ihn trotzdem vielleicht tatsächlich mal unseren Namen sagen sollen. Ja. Falls du es vergessen hast, Funke, ich bin der Wolf. Der Wolf. Das ist ein sehr komischer Name. Man nennt mich nur der Wolf. Nicht so komisch wie Thomas. Das ist Thomas sein wahrer Name ist Isand. Er hat nur plötzlich Gefallen an seiner neuen Bezeichnung gefunden. Aber sein wahrer Name... Oder wissen wir das schon? Wir wissen das doch noch gar nicht, oder Thomas?
glaube, ihr verwechselt irgendwas. Thomas ist ein ganz gängiger Name. Also okay. Lass uns mal nicht so lange drum herum schwätzen und lass uns mal unser Lager aufschlagen. Ich habe Hunger, Leute. Ja, okay, ich bin dabei. Ich gehe da ein paar Hasen jagen. Aber diesmal kann der Zauberer ruhig mal ein bisschen Holz sammeln. Der macht irgendwie nächstes Mal irgendwie nie irgendwas hier beim Lager aufschlagen. Diese blöden Gelehrten immer. Mach dich mal nützlich, Zauberer, bitte. Ja, nicht lachen. Ich kann euch ja helfen, sagt von Grimm. Ja, du auch. Ja, sehr gerne. Geh dem Zauberer mal zur Hand, aber pass auf, dass er auch einen Handschlag macht. Ich gehe heute nicht auf den Baum. Ich würde tatsächlich jetzt meine gefundenen Pflanzen heute mal wieder zu neuen Giften mischen und würde da einfach mal eine Probe auf Gifte mischen machen. Da habe ich eine 73 und da rolle ich mal die Würfel. Eine 29 gewürfelt. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, du hast ein neues Gift gemischt, was du auf deine Waffen packen kannst und so eine Heilpaste. Die du nutzen kannst, um Verletzungen zu versorgen. Okay. Ah, und der Monsterjäger fängt uns wieder ein paar gefährliche Kaninchen zum Abendessen, oder? Ich glaube auch, der Monsterjäger hat noch nie ein Monster in seinem Leben gefangen. Das einzige Monster, was er kennt, schlummert in ihm selbst. Und wenn das wieder released wird, dann sollten wir uns von ihm fernhalten. Wenn ihr wüsstet, was ich schon alles erlegt habe, dann würdet ihr nicht so ein großes Maul haben, Echse. Okay, dann sitzen wir also am Lagerfeuer. Genau, ihr sitzt am Lagerfeuer, vom Grimm ist wieder ordentlich am Essen, auf jeden Fall. Der scheint immer noch sehr hungrig zu sein. Also ihr habt das wieder wirklich lange geschlafen quasi und muss jetzt erstmal nachholen. Okay, ich nehme mir dann mal Thomas mal wieder zur Seite. Okay. Hey, Thomas. Wie sieht es aus mit dem Mond? Wie sieht es aus mit der Nacht? Tut sich mit dem Stein irgendwas? Ja, also die Nacht bricht herein, es wird dunkel, der Mond geht auf. Ist ein Sichelmond, kein Vollmond. Und die Nacht bricht so rein und ihr passiert ein bisschen. Thomas. Ja. Wir brauchen einen neuen Plan. Der einzige Plan, den ich gerade habe, ist schlafen. Okay, dann reden wir morgen. Meine Hand tut immer noch weh. Dieser scheiß Zauberer hat es mir richtig gegeben diesmal. Nächstes Mal lassen wir uns was anderes einfallen. Ich habe auch wieder eine gute Idee. Meinst du wirklich? Eine sehr gute Idee. Ich bin ganz Ohr. Mein alter Meister hat mir gesagt, dass die Elben auch vertraut sind mit Tinkturen und sowas zu mischen. Ich würde sagen, wir besorgen uns, wenn wir dort sind, einen Schlaftrunk, den wir den anderen vereinflößen abends mit den Kaninchen. Und dann wachen die auf bestimmt nicht auf und dann können wir uns nehmen, was wir wollen. Und den anderen Zwerg da, den neuen, da gucken wir auch nochmal, ob ich da nie was übersehen habe. Mir gefällt dein Denken. Gute Nacht. Lass uns das so tun. Gute Nacht. Als du dich gerade hinlegen willst, Sislok, und auch mal die Augen zu schließen möchtest, nachdem alle anderen schon schlafen, bemerkst du, dass der Zwerg auf einmal aufschreckt quasi aus dem Schlaf und kerzengerade sitzt und kurz darauf aufsteht. Ich mache natürlich nur ein Auge erstmal auf. Hat er mich bemerkt? Der hat dich nicht bemerkt. Der scheint. Dann werde ich ihn jetzt erstmal weiter nur erstmal beobachten, gucken, was er macht. Verlässt er das Lager? Also, was macht er genau? Ich beobachte ihn einfach erstmal und greife schon mal unter meinem Mantel schon mal zu meinem Stilett. Also, er stand hier auf und hat sich jetzt ruckartig umgedreht und starrt in die Dunkelheit. Ist es, also macht das normal? Also wirkt das so ein, also das wirkt der fremdgesteuert irgendwie? Habe ich da irgendwie so, also das ist ja schon sehr seltsam. Du hast das Gefühl, er hat irgendwas gesehen. Ich stups den Isand einmal mit meinem Fuß quasi so an und halte ihn nochmal direkt mit meiner extra kleinen Hand so den Mund noch zu. Seinen kleinen Mund mit meiner noch kleineren Hand halte ich so zu. So, Zwerg ist wach. Sislok, was habt ihr? Er scheint irgendwas zu sehen. Haltet euch bereit.
Okay, dann warten wir einfach mal weiter ab und beobachten mal weiter den Zwerg. Ich versuche derweil mein anderes Auge aufzumachen und öffne mein zweites und mein drittes Lid, um dir das ganze Restlicht von den Sternen einzufangen, weil damit ich noch ein bisschen besser sehen kann und versuche mal da in diese Dunkelheit zu spähen, ob ich da nicht irgendwas ausmachen kann. Ja, ihr schaut auch in diese Dunkelheit und scheint, dass der Zwerg auch irgendwie so ein bisschen zittert, als ob er Angst hat. Und ihr hört aus der Ferne so ein Schrei wieder, wie so eine Art Stimme. Okay, dann. Sie hat deine Ankunft bereits bemerkt. Sie hat ihre Augen und Ohren überall. Dieses Mal kommst du zu spät. Und außerdem bist du allein. Die Diebe werden dir gegen sie nicht helfen können. Was für Diebe? Ich versuch mit dem Adlerauge-Zauberspruch mal zu gucken, ob ich in der Dunkelheit was sehen kann. Wo sich da jemand befindet oder wer sich da befindet. Ja, also du scheinst ganz schnell diesen Zauber zu wirken, um weit und auch in der Dunkelheit sehen zu können. Und weit und breit nichts. Gar nichts zu sehen. Ich spreche den Zwerg an. Ich kann nichts erkennen, Sislok. Ich kann nicht sehen, woher diese Stimme kommt. Es wird Zeit, den Zwerg zur Rede zu stellen. Was siehst du dort? Ich weiß es nicht. Was war das für eine Stimme? Es scheint uns zu beobachten, irgendetwas. Es scheint hier zu sein. Wer ist das, Fungrim? Es scheint euch. Die Stimme scheint euch zu kennen. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Okay, es wird jetzt Zeit, den Monsterjäger zu wecken, weil er sich ja mit verschiedensten Monstern, Dämonen, Geistern und so auch ganz gut auskennt. Vielleicht kann er uns was dazu sagen. Hey, Wolf, steh auf. Ich stoß ihn auch mit dem Fuß an. Ja, okay, hey, was ist los? Was ist, warum seid ihr wach? Ich frag mich nur, wie du es geschafft hast, hier mittlerweile deine 26 Lenze zu zählen, wenn du nachts noch nicht mal aufwachst, wenn hier irgendeine Hexe oder irgendein Dämon spöttisches Gelächter durch den Wald schallen lässt. Ja, tut mir leid, bei den Tieren ist das so, wenn die sich irgendwie wohlfühlen und sicher fühlen, dann schlafen die auch tief und ich hab eigentlich gedacht, hier ist alles in Ordnung. Der Zwerg ist aufgestanden, hat in die Dunkelheit gestarrt und eine Stimme hat gelacht und gesprochen und hat ihn anscheinend wiedererkannt. Isan hat schon versucht, einen Zauber zu wirken und konnte mit seinem Adlerauge in der Dunkelheit auch nichts ausmachen. Scheint sich um etwas, vielleicht etwas Unsichtbares. Also, die Stimme scheint aus dem Nichts zu kommen, aber trotzdem ist sie klar zu verstehen. Okay, ich würde sagen, ich benutze meine magische Wahrnehmung, um zu sehen, ob ich irgendwas quasi herausfinden kann. In der Zeit wecke ich den Thomas auch noch. Was ist denn jetzt schon wieder los, Leute? Hier ist wieder Action. Immer wenn du schläfst, ist hier Action. Du scheinst nichts zu erkennen, Fenris. Also, okay. Vielleicht, also es ist auf jeden Fall Magie in der Luft quasi. Okay. Aber du weißt nicht genau, wo es herkommt. Okay. Scheiße, also Leute, ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich hier irgendwas spüre. Also es ist auf jeden Fall etwas hier, was magischen Ursprungs ist. Aber ich kann euch nicht genau sagen, wo der genaue Standpunkt ist oder was, aber definitiv ist hier gerade Magie am Werk. Sollen wir versuchen, der Stimme zu folgen und mal in die Richtung zu gehen, oder? Ich würde sagen... Das ist immer die beste Idee, wenn dämonisches Gelächter aus dem Wald kommt und dann direkt in diese Richtung zu laufen. Aber ich wäre natürlich dabei. Ich versuche mal eine Fährte aufzunehmen, Leute. Ich versuche mal... Ja, wir können auch einfach hier in der Dunkelheit sitzen und warten, bis uns was angreift. Das ist auch nicht besser. Gut, hast du recht. Ich bin auch dann eher für Aktionismus und entsprechend... Lass uns mal losschleichen. Ich gehe oben über die Bäume, über die Baumwipfel. Und versuche von dort zu gehen und lasse euch quasi hier unten in meiner Sichtweite. Dann lasst uns doch in Richtung gehen, wo ihr die Stimme geortet habt. Lass uns doch mal dorthin gehen. Ist deine Axt geschärft, Thomas? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, als müssten wir uns dem Obelisken nähern. Da standen doch auch die komischen Schriften drauf. Isan, reagiert dein Stein aktuell oder ist er immer noch ruhig? Keine Reaktion.
So, jetzt Frage an den Monsterjäger. Das wird natürlich ein bisschen schwierig, weil er es wahrscheinlich nicht beantworten kann, aber ein guter Monsterjäger könnte diese Fragen beantworten. Wir haben ja von diesen Feen eben auf diesem Stein halt eben irgendwie gesprochen. Was sind denn so Eigenschaften von so Feen? Ist es so, dass die so in den Wald so reinlocken, Reisende und so? Ist da schon so ein bisschen so Ähnlichkeit zu dem, was zu dem Vorfall gerade? Das muss natürlich der Spieler jetzt beantworten, oder? Aber was ich sagen kann, ist, dass Feen sind eigentlich sind sie sehr positiv gestimmt, sind aber ein Volk, was quasi sehr zurückhaltend lebt, weil sie in den letzten Jahrhunderten oft ausgenutzt wurden von allen möglichen Rassen, weil sie so gutmütig und so starke magische Wesen sind. Und deswegen wurden sie oft gefangen gehalten und für deren Zwecke genutzt. Deswegen vertrauen Feen eigentlich eher den wenigsten. Ich habe noch nicht viel von irgendwelchen bösen Hexenfeen oder so gehört bisher. Die Stimme klang aber nicht besonders friedfertig. Also. Ja, das ist das Einzige, was ich euch sagen kann, dass Feen auf jeden Fall eher zurückhaltende, misstrauische Wesen sind, weil sie nicht viel Gutes in der Vergangenheit erlebt haben. Und am Raststein macht man irgend Rast. Ich würde sagen, wir haben jetzt am Raststein gerastet und ein Graustein führt zu Ast. Ich würde sagen, wir müssen die Gegend absuchen. Wir müssen diesen Graustein finden, ob wir noch irgendwie was irgendwie finden, das uns woanders halt eben hinleitet. Ich würde jetzt nicht vorschlagen, dass wir direkt dem Gelächter hinterhergehen, sondern lass uns doch einfach ringförmig einfach mal ein bisschen ausschwärmen. Wir warten, bis es ein kleines bisschen heller geworden ist, bis der Morgen anbricht. Und dann starten wir um den Obelisken so eine ringartige Suche vielleicht. Ihr habt recht, es ist vielleicht doch zu gefährlich, direkt auf die Stimme zuzugehen. Vielleicht ist es tatsächlich eine Falle, in die man uns locken will. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt noch ein Auge zukriege von dem, was ihr mir erzählt habt. Oder Sislok, wie wäre es? Sislok, kannst du Ausschau halten? Kannst du quasi über uns wachen, während wir nochmal versuchen, ein Auge zuzumachen? Weil du bist ja der weniger Schlaf braucht wie wir. Ja klar, ich mache 2, 3 Augenlider, lasse ich offen und dann kletter ich oben auf den Baum einmal drauf und schau von oben hier auf die Lichtung herunter und dann warten wir einfach ab und dann könnt ihr euch nochmal zur Ruhe hin betten. Aber vielleicht, bevor wir schlafen, sollten wir eventuell nochmal Fungrim fragen. Und Fungrim, bevor wir jetzt doch vielleicht schlafen gehen, hast du vielleicht eine bessere Idee, weil du hast scheinbar den direkten Kontakt zu ihm. Was sagt dir dein Gefühl? Also er scheint immer noch wirklich Angst zu haben. Ich weiß nicht, was das war und was es von uns wollte, aber ich habe das Gefühl, es scheint mich ja zu kennen. Vielleicht, dass ich in diesen Ruinen irgendwas rausgefunden habe, was es auch fürchtet, weil sonst wäre es doch schon hier, oder nicht? Das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Aber ich weiß nicht was. Das heißt, wenn es kommt, dann was machen wir denn dann? Wir werden auf jeden Fall versuchen, dich zu beschützen, weil du bist scheinbar aktuell ein Schlüssel, den wir vielleicht irgendwann für das passende Schlüsselloch gebrauchen können. Aber die Stimme kam euch in keinster Weise bekannt vor. Nein, ich hab's noch nicht gehört. Für mich klingt das so, als wärt ihr damals, du hast gesagt, du wärst nicht alleine gewesen, mit irgendeiner Expedition aufgebrochen, um euch auf die Suche nach etwas zu machen, was vielleicht eine Legende oder ein Mythos oder irgendwas das hätte sein können. Ja. Und wir müssen irgendwo Informationen herbekommen, worum es sich bei dieser Legende oder bei dem Mythos halt eben gehandelt hat. Und dazu bin ich immer noch der Meinung, wir starten morgen früh einmal kurz die Ringsuche hier, setzen unseren Weg weiter fort. Ja, wir markieren uns auf der Karte hier diesen Ort. Und gehen erstmal zu einem der ältesten Völker hier und dort wird man über Mythen und Erzählungen, Sagen und alte Geschichten ja viel wissen, sodass wir da vielleicht die Verbindung herbekommen, ja, was es sein könnte, was die Zwerge damals oder was du mit deinem Trupp gesucht hast. Leute, wo kam diese Stimme her? Dort drüben aus dem Wald. Ja, sie kam nicht direkt vom Obelisk, sie kam von weiter entfernt. So, ich stehe einfach auf und gehe einfach Richtung Stimme. Der Zwerg wieder. Okay, ich springe von meinem Baum runter, wirbel mit meinem Umhang einmal und dann gehe ich natürlich hinter ihm, neben ihm her und springe aber einmal von Baum zu Baumstamm so. Thomas, Sislok, wartet, geht nicht allein, ich komme auch mit. Bitte, immer dieser Stress. Lass mich nicht alleine. Fungrim bleibt dahin auch hinterher. Okay, ich komme mit. Ja, ihr stapft in die Dunkelheit, in den Wald hinein. Was genau wollt ihr dort tun? Also ihr
Ihr lauft Richtung Stimme. Wir suchen. Oder wo ihr glaubt, dass sie herkam. Wir schauen uns um. Ich schaue mal, ob sich meine magische Wahrnehmung verstärkt aktuell. Vielleicht sehe ich ja doch noch irgendwas oder ahne irgendwas. Vielleicht sagt mir mein Gespür was. Ja, sieht gut aus. Was hast du denn auf magische 77 habe ich gewürfelt und ich habe eine 76. Also sieht es nicht gut aus. Okay, sieht nicht gut aus. Ja, ich habe vergessen, dass das mit den Würfeln andersrum ist. Folge 6, Ladies and Gentlemen. Ja. Wie würfelt man? Ich bin auch in vor zwei Folgen voll keine vom Baum gelaufen. Ja, das stimmt. Nicht gut, ja, das ist, das bleibende Schäden gut. Auf jeden Fall. Das ist meine ganze Pen and Paper, Entschuldigung auf jeden Fall. Ja, also du scheinst nichts wahrzunehmen. Also hier ist definitiv keine Magie. Es macht gar keinen Sinn, hier nachts durch den Wald zu irren. Wir haben noch nicht mal eine Lichtquelle, Leute. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Obelisten und halten uns an meinen Plan. Ansonsten muss Thomas alleine zusehen. Das ist ziemlich gruselig, aber die letzten Vorschläge hatte die Echse bisher immer recht. Ich bin bei der Echse. So, Thomas, wie sieht's aus? Ausnahmsweise mal auf die Gruppe hören. Also ich weiß nicht, was eure ganzen Diskussionen hier sollten. Ich hab irgendwas von der Stimme gehört und fertig. Aber es scheint so, als würden wir nichts finden. Also dann lasst uns eben zurück zu diesem Werk. Du kannst auch gerne alleine suchen und wir gehen schlafen. Tu dir keinen Zwang. Mensch, Schnauze. Wolf, ich bin der Wolf. Ja, wir gehen auf jeden Fall wieder zurück. Ja. Okay. So. Wollt ihr euch dann nochmal versuchen, was hinzulegen? Oder wollt ihr den Rest dann? Ich halte, wie abgesprochen, Wache. Und wenn wir morgens aufwachen, dann starten wir diese, dann nehmen wir uns vor, dass wir diese ringartige Suche fächern wir mal aus von diesem Ding und gucken mal, ob wir den Graustein, der uns zu irgendeinem Ast oder sowas führen, ob wir irgendwas Verdächtiges noch entdecken können. Und Fungrim, wenn ihr irgendetwas spürt oder etwas seltsam ist oder ihr durch irgendetwas wach werdet, dann weckt uns auf und sagt uns sofort Bescheid. Ja, gesagt, getan. Ihr legt euch nochmal hin und wie es am nächsten Tag weitergeht, das würde ich sagen, erfahren wir in der nächsten Folge und gucken mal, was unsere Helden dort noch erleben werden. Okay. Ja, okay, Leute. Dann haben wir heute mal wieder viel geschafft. Wir haben den Zwerg ausgegraben, dann haben wir den mitgeschleift, wir haben gerestet, wir haben unheimliche Stimmen gehört, wir haben den Zwerg bestohlen und ihm verkauft, dass wir ihn nicht bestohlen hätten, sondern er nichts dabei gehabt, sondern wir ihn noch reichlich beschenkt hätten. Wir haben unser Speis und Trank mit ihm geteilt und ich bin mal gespannt, was wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auf jeden Fall finden. Ja, Leute, für alle, die auch die letzte Folge Meeple-Porn nicht gehört haben, checkt auf jeden Fall mal unsere aktuellen Kanäle aus für Instagram und so und Boardgame-Digger. Da veröffentlichen wir unsere aktuellen Terminplanungen. Wir werden nämlich demnächst jetzt dreimal pro Woche versuchen, auf Twitch auch live zu streamen für euch. Versucht live dabei zu sein, unterstützt uns. Wir bieten euch viele Formate an und vielen Dank, wenn ihr immer dabei seid und uns hört. Dann, Leute, gehabt euch wohl. Bis dann. Ja. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.